Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Scum. Jo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ja gestern hier beendet. Bin ja jetzt vielleicht hier im Dunkeln. Ja, wir haben es 2 Uhr in der Nacht. Vielleicht noch ein bisschen was looten. Was habe ich denn jetzt? Warum habe ich das? Hä? Ich weiß gerade nicht, warum der... ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, warum 1 und 2 nicht... also nichts hatte, aber okay. Wir schauen mal. So, das nehmen wir mit. Ach, was heißt nehmen wir mit? Da gucken wir durch, meinte ich eigentlich. Und ja, ich glaube, dann war es das, ne? Hier ist zumindest noch so ein Wachturm. Ja, es tut mir jetzt leid, wirklich für alle, die nur auf Handy oder sonst was zuschauen. Es ist leider auf dem Server im Moment dunkel. Es dauert noch 2 Stunden, was ungefähr, also in-game, was, ich glaube, 20 Minuten Realtime sind, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ich bringe das manchmal mit der Verrechnung, nein, Berechnung, Umrechnung, irgendwie alles durcheinander. Und ja, müssen wir halt irgendwie schauen. Ja, obwohl, wenn ich das so sehe, ne, wir sind jetzt bei 1,40. Ich glaube, wir hätten fast gestern doch nach Hause laufen können. Sind ja schon fast in der Nähe. Hätte vielleicht noch 2-3 Minuten länger gedauert, aber ich war gestern irgendwie sowas von platt und war der Meinung, dass es noch länger dauert. Ich weiß nicht warum. Ja, müssen wir mal schauen. So, wie gesagt, heute geht's nach Hause, dann schnappen wir uns das Auto und dann fahren wir mal, ich weiß noch nicht wohin. Vielleicht sollten wir mal hier die Klinik erforschen oder so. Ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt in der Stunde schaffen. Wir könnten eigentlich aber auch aufs Flugfeld fahren. Das Problem ist halt gerade echt, ich weiß nicht wohin, ne? Das ist... Oh. Den habe ich weder gesehen noch gehört. Ich glaube auch nicht, dass das der einzige jetzt war. So. Wenn ihr mal gern irgendwie eine POI besichtigt haben wollt oder irgendwie ja irgendwas sehen wollt, schreibt mir das gerne noch mal in die Kommentare. Ich gucke mal, wie sich das so vereinbaren lässt. Wir könnten eigentlich, ja, dafür muss ich gucken, dass wir, obwohl wir könnten vielleicht, ich bin gerade am Überlegen, wir könnten eigentlich eine Bunkertour machen. Einfach mal die ganzen Bunker hier abfahren. Ja, nicht alle, aber so ein paar. Gucken, ob wir vielleicht einen Strahlenschutzanzug rauskriegen. Und dann vielleicht mal gucken, wie es ist. Stellen wir uns hier irgendwo hin oder so, wie es ist, wenn wir die neue City abfahren, ablaufen, so ein bisschen. Im Strahlenschutzanzug. Wäre vielleicht mal eine Sache. Aber ich glaube nicht, dass wir es heute schaffen. Im Übrigen, es gibt ja hier oben auch eine neue POI in D0. Da könnten wir vielleicht gleich auch nochmal hinfahren. Mal kurz gucken, wie fahren wir denn dann am dümmsten? Ich würde sagen, da oben lang, oder? Ja. Ja, da ist ein Zombie. So, ich bin nämlich gerade mal am gucken. Also ich glaube, man könnte hier definitiv auch in meinen Garten reinkommen. Was ist das? Warum wurde das jetzt so dunkel? Ich krieg Panik. Was ist denn das?
Es muss mir jetzt mal einer erklären, warum es hier unten so dunkel wird. Das ist ja unheimlich. So, ja, also man käme auch hier rein. Das wäre nicht so das Ding. Oh, okay, meine Zitronen scheinen anscheinend noch zu funktionieren. Dann würde ich sagen, durchsuchen wir die doch mal. Also Zitronen haben wir 3 Stück. Das Ding hier ist... sind die nicht schon okay? Ich dachte, das wäre auch schon irgendwie platt, aber nee, irgendwie nicht. Dann durchsuchen wir das auch nochmal. Das ist, ja, das funktioniert. Ich habe gedacht, ich könnte das jetzt endlich wegreißen, aber anscheinend nicht so. Nee, Samen war es nicht. Wir müssen da auf Ernte. Der Brokkoli. Ja, wir haben noch keine, wir haben noch keinen Tabak gefunden. Das Problem mit dem Tabak ist, der scheint auch verbuggt zu sein, wie letztens die Feigen und das andere Gedönse. Ach du Scheiße. Da steht ein Zombie, da stehen 3 Zombies vor meinem Haus. Ich weiß nicht, was machen die hier? Anstandsbesuch, Nachbarschaft oder... Ich weiß das noch nicht so. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Weiß ich echt nicht. Wir gucken jetzt einmal mal, dass wir in die Bude kommen. So, wunderbar, wir sind drin. Dann gucken wir mal. Im Bett liegt nichts. Da hätten wir eine Wasserflasche, ein vernünftiges Baumfällerhemd, genau. Ja doch, Baumfällerhemd. Das war's doch. So, die Kleidung auf jeden Fall hier rein. Das können wir wegschmeißen. So, dann haben wir hier zum Bauen. Ich würde sagen, wir schmeißen die Kettensäge mal hier rein. So. Nee. Loot Auto, okay. Kriegen wir hier, warte mal. Baseballschläger müsste doch hier rein, oder? Ja, guck mal, das passt doch alles. Wir schmeißen mal so ein bisschen was das Zeug hier rüber. Das Ding können wir essen. Den würde ich sagen, erstmal auch direkt hinterher. Dann. Trinke nur das Ding. Wunderbar. Jetzt muss ich gucken. Dip, 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 dip. So, jetzt muss ich gerade echt mal gucken hier. Was ist denn hier los? Da ist Schrott. Genau, wir könnten eigentlich gleich erstmal... Gott. Ich weiß noch nicht, was hier die Viecher so treiben, aber okay. Ich wusste gar nicht, dass ich so begehrt bin, Leute. Das ist hier... Puh. Jetzt muss ich gerade echt mal gucken. Haben wir Schrotzenmunition? Also irgendwie. Haben wir gerade verdammt wenig, habe ich so das Gefühl.
So, erstmal alles hier rein. Ich würde sagen, die Klamotten hier behalten wir einfach mal an. Weil so schlecht finde ich die jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Gut, Stiefel, vielleicht andere Schuhe. Stoffwechsel, da war es genau, okay. Ja, wir haben eine AK, aber leider nicht wirklich so, wie ich sie gern hätte. So, das Ding nehmen wir mal. Das Ding rüsten wir mal aus. Das rüsten wir aus. Das hauen wir mal hier rüber. Dann nehmen wir den Baseballschläger mit. Die können wir ausrüsten. Die können wir wegschmeißen. Ach Quatsch. Ausrüsten, da ist noch ein Zeug drin, dann packen wir die hier rein. So, dann die Handschuhe, ja, lassen wir die an. Ausrüsten. Okay. Das hier vielleicht noch ausrüsten. Das ausrüsten. So, ich müsste auf jeden Fall mal gucken. Warte mal, fallen lassen. Inventar öffnen. Da sind nur Stiefel drin. Ne, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Wo sind meine Klamotten hier? Da. Genau. So, dann würde ich sagen. So. Das Ding hier in Schnellzugriff. Dann das hier auf die 3. Hallo? Wieso 4? 3. Ja, warte doch. Ich komme dir doch jetzt helfen, junge Frau. So. Ja, nur ihr müsst doch alle mal hier hinkommen, bitte. Sehr schön. Aua. Alter, was war das bitte schön? Haut der mir hier mal voll aufs Fressbrett. Durchs Fenster. Und direkt 2C1. Das ist, das war jetzt nicht so fein. Blöd Sau. So, prüfen ist leer. Mir fehlt hier definitiv eine Kiste drin, wenn ich ehrlich bin. So, warte. Ich glaube, die sollten wir mal drin nachladen. Loot Auto, nee. Die ist auf. Wir könnten eigentlich die Schrottkiste mitnehmen. Ich würde nämlich sagen, wir fahren heute wirklich mal zum Schrottplatz looten. Schrott, den brauchen wir demnächst ganz viel. Aber erstmal müssen wir gucken, dass wir jetzt hier die Munition voll kriegen. Die HSF-Dinger sind alle voll. Ja, das Ding. Da ist noch eins. Dann haben wir die Klamotten wenigstens voll. Noch 5. Aber ich würde sagen, das schmeißen wir dahin, das kommt dahin, die kommt dahin, das dahin, das geht da rein. So, dann machen wir hier einmal.
Okay, irgendwo hier fliegen noch ein paar Zombies oder zumindest mal einer rum. Das Problem ist, wir haben keinen MK16 Schalldämpfer. Aber ist eigentlich auch egal, weil ohne Schalldämpfer macht eigentlich mehr Spaß, bin ich ehrlich. Vor allen Dingen mehr Krach. Ich glaube, der jungen Dame ist warm, oder? So. So, müssen wir auf jeden Fall gucken jetzt hier. So, einmal. Den improvisieren wir mal. Ach, ich meine, den stellen wir mal her, den improvisieren wir mal. Das war auch gut, ja. Das Ding nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit für oben ins Schneegebiet. Obwohl, ne, wir fahren ja gar nicht ins Schneegebiet, ne? Das ist doch alles gerade. Keine Ahnung. Wir fahren jetzt, glaube ich, erstmal Schrott. So. Würde ich jetzt sagen, wo war das? Das obere Ding war frei. Nie war, genau. Dann. Ups. Wie gesagt, fahren wir Schrott holen. Hier können wir dann demnächst vielleicht. Ja, mal so ein bisschen zumachen. Und ich würde sagen. Es geht jetzt erstmal Richtung Schrottplatz. Warte kurz, Schrottplatz ist da hinten, wir müssen da lang. Oh, was ist der Falli heute wieder total verpeilt? Das ist keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. So, dann jetzt hier erstmal wieder durch die City. Auch jetzt fängt das Täubchen schon an, mit mir ist ein bisschen kalt. Ey, das ist doch nicht mehr wahr. Eben war es so am Keuchen und am Stöhnen, weil die anscheinend so heiß war und jetzt ist jetzt so warm und keine Ahnung, das ist, ja, weiß nicht. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Das ist wieder das größte Mistwetter hier. Aber ja, okay. Wir müssen dann gucken.
Das wäre es jetzt gewesen, dessen Springer. Ich habe jetzt im ersten Moment echt geglaubt, das wäre ein Springer. Keine Ahnung. Und ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Ja, ich glaube, wenn man hier Autos findet, braucht man, oder ne, hier braucht man eigentlich gar nicht nach Autos Ausschau zu halten. Das wollte ich eigentlich gerade sagen. Weil irgendwie, ja. Das ganze Chaos hier eigentlich nur. Ui. Scheiße. So, schauen wir. Wir müssen weiter Richtung darüber. Jetzt gucken wir. Haben wir eigentlich einen Airdrop hier gerade in der Nähe? Nee, ne? Nee. Ja, jetzt habe ich irgendwie die Orientierung ganz verloren. Nachts ist immer irgendwie total shitty hier zu fahren. So, warte, wir gucken. Ja, doch, da so in die Richtung müsste es weitergehen. Jo, ich schau mal hier auf jeden Fall. Ah, nee, da lang ging's. Dann hoffen wir doch mal. Bis wir hier lang kommen irgendwo. Ich glaube, wir müssen doch lieber da lang. Oh Mann, ey. Denn ich schau mal, dass doch jetzt hier lieber da lang kommen. Es war Wind. Es ist anscheinend Wind. Ich hab gedacht, ich hätte gerade ein Auto gehört oder so. Aber nee, das scheint der Wind zu sein. Alles gut. Ziehen. Ja, wir hätten hier rüber gemusst. Ja,
auf jeden Fall jetzt hier durch. Dieses, ja, besser wie so wie, keine Ahnung. So, weiter geradeaus. Da war irgendwo der Pieper. Aber egal, wir wollen ja eh zum Schrottplatz. Aber wir könnten hier nochmal gucken fahren, fällt mir gerade ein. So, ja. Also hier ist zumindest kein Auto, so wie es aussieht. Nee. Aber wir können mal gucken wegen Loot. So, dann gucken wir jetzt auf jeden Fall mal. Dann durchsuchen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Schrott. Ja, gut, Schrott wollten wir ja schon eigentlich mitnehmen, aber nicht von hier. Deshalb sind wir ja hier, wir wollten Schrottplatz looten, aber nicht hier, wie gesagt. Es wäre jetzt ein bisschen, ja, leider ein bisschen kacke hier. So. Ja, kleinen Moment, ich muss mir erst was fertig machen zum Rauchen. Oder zur Suchtbefriedigung. Ah, nee. So, so schön und gut hier. Yummy-Stiefel, ne, die wollte ich jetzt nicht haben, das geht auch nicht, okay. Es ist doch alles hier zum Häuser melken. So. Könnte natürlich auch irgendwas sein. Ne, können wir noch mal gucken. So. Ein, ja, nicht ganz 40er Schraubendreher, aber das ist schon mal gut.
den können wir aber mal nach ganz unten packen. Vielleicht haben wir ja das Glück, dass erst alle anderen Schraubendreher, ja gut, bei mir natürlich nicht, aber dürfte es alle anderen Schraubendreher erstmal hier genutzt werden. So, dann wieder zurück. Und weiter geht's. Ja, hier sind nur die zwei Dinger. Oh Mann, das ist doch... ist es. Ich weiß nicht, wer das ist hier. Dann schaue ich jetzt doch mal weiter. Wir müssen hier rechts. Ja, so eigentlich nicht. Ernsthaft? Warum? Blödes Game, nicht? Es ist manchmal echt voll grausam hier. So. Genau, wir müssen auf jeden Fall da hoch, dann da oben gleich rechts, sondern schauen wir halt, wo es weiter geht. Wir müssen auf jeden Fall hier gucken. Hier rum. Eigentlich sollte es ja jetzt gleich mal hell werden, habe ich das Gefühl. Hoffe ich zumindest. Das ist, wäre zumindest toll irgendwie. Hier wäre auf jeden Fall Schrott, da können wir jetzt mal durchgucken gehen. So, achso, Moment, vielleicht, ich wollte gerade sagen, noch Licht ausmachen. So, Licht ausmachen, das dahin und wir schauen. Ich habe gar kein Nachtsichtbein, ne? Scheiße. Ist ich schlecht. Das ist das Schrottding. Doch, da wäre Nachtsicht. Ausrüsten, ich hoffe nur, da ist auch Batterie drin. Natürlich nicht. Oh Gott. Und eine Batterie habe ich wahrscheinlich definitiv nicht dabei. Das ist doch scheiße. Ja, das läuft. Wir sollten uns aber vielleicht mal reinsetzen. Sowas habe ich nämlich schon fast gedacht hier, blödes Mistvieh. So, wir stellen uns jetzt trotzdem erstmal hier hin. Hüpfen dann mal auf die 2. Jo, dann geht zumindest das Auto aus. Nee, dann brauchen wir die 3. So. Ey. Oh, Pistole leer.
So, jetzt haben wir nur noch den einen hier auf dem Dach, aber der ist mir gerade mal egal, weil wir suchen ja eigentlich, doch, da ist so eine Batterie, guck mal. Haben wir doch alles dabei, das ist sehr schön. So, dann jetzt N drücken. Nochmal auf die 1 gehen. Den hauen wir mal da zurück, so. Mann. So, dann würde ich sagen, das Ding erstmal weg. So. Oh Gott. Schmeiß jetzt erstmal alles irgendwie hier rüber. Das dahin. So, dann fangen wir mal an hier die Klamotten hinzuschmeißen oder einzuschmeißen. Jetzt können wir ja gleich alles irgendwie... Uah. Na. So, wir sollten vielleicht, ja, wollte gerade sagen. Nee, warte, das Ding sollte vielleicht dahin. Okay, dann müssen wir jetzt gucken. Ich habe keine Ahnung, das ist doch... Hm. Kleinen Moment, geht sofort weiter. Ich wollte jetzt gerade mal gucken, weil irgendwie... Ja. So. Okay. So. Was habe ich denn jetzt hier? So. Erstmal, nee, Quatsch, das ist doch falsch hier. Geht. Das Ding darüber, das ist da. Hauen wir das Ding mal darüber. Oh Gott, ey, das ist immer so ein... Das schmeißt er herunter, das ist... Aber das ist... Warum regeln die das nicht so, dass man das da hinhauen kann? Was? Das ist dahin so. Hm.
Der ist nix. Der ist auch nix. So, dann müssen wir doch noch mal zurück. Oh, das ist da langsam echt hier so ein Mist. Ich weiß gleich gar nicht mehr, wo ich überhaupt schon war und wo nicht. Wenn wir so weitermachen hier. Aber auch schön, wenn mal langsam der blöde Regen aufhört, es wieder hell wird und keine Ahnung was. Aber ich glaube, das kriegen wir heute nicht hin oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, der Regen hört langsam auf, aber das war's dann auch schon und ja, weiß nicht. So. Ach Quatsch, warte, da unten ist doch noch ein Schrott gewesen. Keine Ahnung. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, der Rest geht eigentlich. So, dann fahren wir jetzt mal mit dem Auto, würde ich sagen. Ja, es könnte die Morgenröte sein, was ziemlich blöde ist. Dann fahren wir halt gleich irgendwie. Ja. Ich weiß noch nicht, müssen wir gucken. Also ich bin ja irgendwo hier lang gegangen. Da lang sind wir wahrscheinlich auch gefahren. So, dann schauen wir hier nochmal rein. Ich sage, ich weiß nicht, was das jetzt hier. Wir müssen mal gucken. So, nee. Jetzt noch ein bisschen. Ja, aber das, oh Gott, ist jetzt hell genug? Es geht, es ist zumindest hell genug, weiß ich nicht. Wahrscheinlich für euch eher nicht, ich bin mir da nicht sicher.
Wir fahren jetzt aber hier noch mal gucken. Ja, wir haben auf jeden Fall noch ganz viel Platz, bis wir voll haben. Müssen wir auf jeden Fall noch mal hier. Denke mir, wir kommen heute auch nicht mehr wirklich hier weg. Das heißt, ja, morgen in der Folge vielleicht noch mal Schrottplatz looten. Bis wir die Kiste voll haben, dann zurück und dann haben wir zumindest auch mal ein bisschen Schrott, um Munition herzustellen und sowas. Es wäre zumindest mal ein kleiner Vorteil. So. Dann würde ich sagen, ziehen wir ein Stück vor. So. Ich glaube sogar, wir kämen hier wahrscheinlich in einem Rutsch durch oder so und hätten die Kiste voll. Müssen wir auf jeden Fall mal. Ja, so weiter im Auge behalten. Weil Schrott haben wir ja hier wirklich gerade zur Genüge. Also für alle, die es zum Beispiel noch nicht wissen, wenn ihr Reifen braucht oder so, ne, drüben in dem Reifenstapel gucken. Da kriegt ihr eigentlich alles. Das ist, hier kriegt man mittlerweile wirklich alles, was man braucht, so ungefähr. Du kriegst hier Steine, du kriegst hier Reifen, Schrott. Es ist halt echt Wahnsinn. So, aber ich muss gleich auch noch mal gucken, dass ich hier irgendwie. Falls ich die mal irgendwie stehen lasse. Ich kenne mich. Also verschlossene Kisten bleiben hier mittlerweile stehen, weil man die halt nicht geknackt kriegt. Was heißt mittlerweile, die bleiben eigentlich immer stehen. Ich glaube auch eine nicht verschlossene würde hier stehen bleiben. Aber man muss die Leute ja nicht in Versuchung führen, nicht wahr? So, deshalb, ja, gucken wir jetzt erstmal hier. So, das ist auch dann darüber. Das Ding, ich muss jetzt echt mal gucken kurz. Wagenheber montieren, dann nehmen wir das Ding mal mit, weil irgendwie ist das Auto gerade ziemlich kaputt, habe ich so das Gefühl. Reparieren. Reparieren. Und das Ding auch reparieren. Ach so, hier muss ich auch noch reparieren. So. Tjo, dann war es das. Das packen wir wieder ins Auto. Dann, ups. Service beenden, das war's. Und den Wagenheber wieder ins Auto. So. Auto dürfte wieder ja 100% haben. Wunderschön. Dann gehen wir. Weißt du was? Wir fahren mit dem Auto darunter. Warum sollten wir laufen? Das ist doch. Es ist immer so ein Ding. Ich will nicht laufen.
Irgendwie von Natur aus faul oder so. So, dann auf jeden Fall jetzt hier weiter. Wunderhübsch. So. Oh gut, so, dann hier, nee. Ich glaube, ich lade jetzt einmal komplett voll und guck mal, was wir da noch kriegen. Sehr schick. Hier ist nichts. Habe ich überhaupt noch Platz, bevor ich jetzt weiter suche? Ja, aber nicht mehr wirklich viel. Aber wir versuchen es nochmal. Und da drüben werden auch noch Teile. Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal ran und gucken. So. Den gucken wir jetzt mal. Das rüber. Wir fangen an, hier mit dem Zeug rüber zu schmeißen. Ich sage, das ist echt grausig eigentlich, dass man das immer noch alles einzeln hier rüber klicken muss. Also ich sage auch, wenn ich so mache, bringt das ja nicht wirklich viel. Muss es halt rüber schmeißen einzeln. Ich sage, da würde ich mir echt wünschen, die würden da irgendwas entwickeln, dass man markieren kann, Rechtsklick, alles Schrott und dann rüber oder so. Oder einfach nur mit Doppelklick und es geht dann da rein, wo geöffnet ist, wie zum Beispiel jetzt hier in die Kiste. Das wäre ja ein bisschen Zeitersparnis zumindest. Weil das hier ist echt nur nervig. So. Das noch rüber, das noch rüber, das noch und das noch. So, und dann, ja, haben wir noch immer ein bisschen vor uns. Wir schmeißen es aber mal darüber, dann würde ich sagen, machen wir heute Feierabend. Ich stelle das Auto da vorne in die Büsche. So. Und ja, heute mal ein bisschen früher, weil irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen warm, der Rechner wird ein bisschen warm und überhaupt, deshalb jetzt erstmal hier Feierabend. Ich sag dann auf jeden Fall schon mal Dankeschön fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir auch gerne ein Abo da und dann werdet ihr immer wieder informiert, wenn eine neue Folge von mir rauskommt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Rest Dienstag und ich hoffe, wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Bis dahin bleibt fit, lasst euch von der Hitze nicht so ärgern und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin sage ich erstmal ciao, der Falli.